So, dann jetzt haben wir 27, 28. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, Dezember 23. Jetzt ist es gerade schön warm, über 10 Grad, Mittagszeit. Da wollte ich mal schnell nach den Bienen schauen und dass man euch ein bisschen zeigen kann. Eigentlich hätte ich davor schon mal vorgehabt, da wo es richtig viel Schnee gehabt hat. Da waren wir bis zu den Oberschenkeln da im Schnee gestanden. Und andere haben schon wieder Panik geschoben. Oh, man kann nicht behandeln, alles ein Käse. Weihnachten haben wir ja schon lange im Grünen und bis dahin ist der Schnee schon wieder weggeschmolzen. Und man schaut hinter mir, weiß nicht, ob man das erkennen kann, wo da die ganzen Weiden, wo es da umgedruckt hat. Da war gerade, dass es nicht auf die Bienenkasten war. Egal auf welchen Stand auf die Bienenkasten, hat sich Gott sei Dank nichts gefreut. Ja. So, sieht man wieder was. Dahinter haben wir auch noch was. Da oben hat es einen ganzen Baum umgedruckt. Ja, oben, da oben liegt er noch irgendwo. Müssen wir noch wegarbeiten. So. Ja. Auf was muss man jetzt aufpassen? Genau. Gewichter kontrollieren, das habe ich euch schon mal gesagt, einfach hinten ein bisschen anlupfen, das geht ganz gut. Und wer jetzt auffällig ist, da kann man auch gleich mal reinschauen. Das habe ich euch im Nachgang schon mal gesagt, mit der Taschenlampe ein bisschen einleuchten, dann kann man schon mal was sehen. Und bei den warmen Temperaturen, wenn es brisiert, dann kann man auch schon mal Flüssigfutter rein tun. Zuckerwasser 3:2, ein bisschen Honig dazu. Warm, ein bisschen angewärmt ergeben und schon funktioniert das. Nach einer Stunde kontrollieren, ob das auch angenommen wird, aber in der Regel funktioniert das. Noch ein bisschen Spur hintröpfeln und gut ist das. So, jetzt blendet mich der Zahn an, gell? Lass mal so hergehen. Ansonsten gegen die Maus, Mäusegitter muss dran haben. Futter kontrollieren und dann kann man auch schon mal wieder planen, was man nächstes Jahr macht oder braucht. Da möchte ich aber noch ein Video dazu machen. Ja, Varroa-Behandlung haben wir soweit alle durch. Das soll halt eigentlich bei jedem klar sein. Das ist eine Chance, die sollte man sich nicht entgehen lassen, dass einfach alle brutfrei sind. Jetzt im Dezember haben wir halt das Mästle, also dass man da im November das macht. Es ist Käse, also da habe ich ja schon ein Video dazu gemacht im November, ob man da schon behandeln kann oder nicht. Da haben wir den Kalt, die Standorte noch eine gute Handvoll Brut drin. Also das ist Käse. Also lieber jetzt noch bis Weihnachten, da kommt immer was, wo man die gut behandeln kann. Da sind sie auch sicher brutfrei. Ja, und jetzt, wenn ich da oben die Weiden anschaue, gell, muss ich mal umdrehen. Wenn man so hergeht, da sieht man das da auf einmal so weit, aber nicht mit dem Weitwinkel und bei dem auch nicht. Aber da sind schon die ersten Weiden wieder heraus, wo das halt alles schon wieder einen Pollen eintragen können, aber Gott sei Dank fliegen sie noch nicht so. Ja, ja. Werde den Rest noch verrammen. Fluglochkeile noch kontrollieren, weil das habe ich halt auch nicht bei alle noch geschaut und dann schauen wir mal. Januar oder Februar ist auch mal wieder warm, da kann man auch mal wieder nachschauen, was los ist. Fluglich einmal schauen, ob die frei sind. Weil manche Kästen sind halt so doof gebaut, dass halt die Fluglicher nicht frei oder dass man da wie nachschauen muss, ob die frei sind. Aber da möchte ich vielleicht auch noch mal ein Video dazu machen. Also dran bleiben und dass nichts verpasst. Wisst ihr selber, was man das machen kann, abonnieren und Glockerle und alles mögliche, gell? So, muss ich mal schauen, dass ich da weiterkomme. Also, bis dann. So, da haben wir jetzt einen kleinen Ableger. Jetzt haben wir Ende Dezember, 27. So, jetzt brauche ich noch Taschenlampen. Ich hoffe, das kann man da kennen. Wenn man jetzt nicht weiß, wie weit das ausschaut mit dem Futter. So, mal schauen, ob das geht. Dann kann man da mal einleuchten. Ups. Ah, da sieht man mehr. Ja, wo sind wir? Da sieht man mehr.
sieht man, wie weit das, das da geht. Ja. Und da sind wir. Jetzt bei den warmen Temperaturen von über 10 Grad, da kann man schon mal leichter reinschauen. Gell? Da hat sich wieder nichts mehr. Also ein Versuch, gell? So, da sind wieder die Bienen. Also bei denen dankt es ja noch. Es geht bis da raus. Ja, wo sind wir wieder? Ja, da. Also da haben wir die nächste Zeit leicht noch Futterreserven. Ich habe jetzt auch bloß aufgemacht, weil ich da was nachgeschaut habe. Und da noch die Futterzeugen drauf war. Ansonsten reicht jetzt hinten aufheben. Da sieht man jetzt nicht so viele Bienen, dass man da ein bisschen schauen kann. Ja, Taschenlampen da rein. Ups, so. Da kann man jetzt schauen, wie weit geht jetzt da die Bienenmasse. Ohne dass man da viel Unruhe macht. Ja, da sieht man schon, wo die Meeren sind. Das wird man jetzt da auf der Kamera nicht ganz so gut sehen. Ja, die geht auch bis dahinter. Da irgendwo kann man schon wieder durchschauen bis zum Boden. Also oben sieht man bloß die wenigsten. So, für die, die wo Angst haben, was die Bienen machen. Jetzt haben wir über 10 Grad. Kann man mal schnell reinschauen. So, schauen wir mal weiter. So, zum Thema Füttern gleich nochmal. Ist mir noch eingefallen. Man kann auch einen Futterteig auflegen. Unten ungefähr 5 cm so ein Zeh reinschneiden. Das muss ich noch irgendwo herzeigen. Da habe ich schon mal ein Video gemacht dazu. Vielleicht finde ich das noch, verlinke ich das. Gibt es da so die Teigpakete. Und die braucht man jetzt nicht ewig groß aufschneiden. Ich wollte gerade den Edding nehmen. Und da braucht man eigentlich bloß sowas ausschneiden. Man kann das auch ein bisschen kleiner machen. Sieht man das da? Schneide ich das da auf und habe da mein Scharnier, wo ich umklappen kann. Und zwar deswegen, wenn ich jetzt das Ganze durchschneiden darf, dann habe ich schon wieder den Plastikfetzen, der wo da umeinander fliegt. Und meistens geht da nur Wind und der zieht mir den Plastikfetzen irgendwo durch die Gegend, wo ich wieder nachlaufen muss. So mache ich das auf, habe das alles benannt, klappe den um, lege den direkt auf dreimal drauf. So wie jetzt da zum Beispiel, und fertig ist die Geschichte. Jetzt brauche ich halt ein bisschen was an Abstand da drauf. Entweder passt es, nehme ich ein Leerzeugen da drauf und schmeiße eine Folie da drüber, Leerzeuge drauf, oder ich nehme einen Futterkasten, drehe den um. So, beim Futterkasten umdrehen geht schon das erste Problem an. Für alle, die wo mit Falz arbeiten, Rutschleisten und sonstigen Graffel, das geht schon mal nicht mit Kiste umdrehen. Also muss ich eine andere Lösung suchen. Braucht sie ja auch nicht irgendwelche teuren Futterteige mit Pollen drin und was der Geier und Schlag mich tot und auch keine Eiweißfutterteige. Spart euch das Geld, macht einen ganz einfachen Futterteig und gut ist das. Mit sowas können die Bienen locker gut umgehen. Wasser kriegen die verloren durch die Feuchtigkeit da drinnen. Der Stock ist ja nicht trocken, der ist auch feucht und so zieht der Zucker sowieso Feuchtigkeit und die können ja immer da hinschlecken. So, Futtern, Futter. Flüssigfutter, jetzt im Winter überhaupt nicht mit Futtertasche, weil das ist einfach ein Kaltluftsee und da müssten ja die Bienen von der Traube weg und da in den Kaltluftsee hineinkrabbeln und das haut nicht gut hin. Lieber vielleicht eine kleine Schalen, kann man sich irgendwas basteln oder irgendwas zusammenschneiden, geht auch in 15 cm hohe Schalen, das habe ich auch schon gemacht, geht auch ohne Probleme. Da haben wir ein Liter Leneido, Steighilfen dazu und alles mehr Spurtröpfeln. Und gut ist das. Da damit kommen die schon zurecht. So wird ihr Zuckerwasser kriegen, machen die auch Wärme in der Kiste drin und nachher können die da auch rumkrabbeln. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles für den Winter. Genau. Genau.
Genau, Anfang Dezember waren wir mit Schneeschaufeln beschäftigt. Da haben wir jetzt keine Zeit gehabt zum Video machen. Ich hätte schon vorgehabt, dass ich mehrere mache. Aber nein, ist ja nicht alles verloren. Also dranbleiben. Wegen Füttern. Die Bienen werden nicht standardmäßig im Winter gefüttert, sondern im Winter kriegen sie nur in Notsituationen was. Wenn ihnen das Futter ausgeht oder wenn aus irgendwelchen anderen Sachen Gründen, wenn das Futter ausgeht. Ansonsten ist das Futter im Spätsommer zum Neibringen. Manche haben geschlafen, bei manchen ist halt irgendwas anderes passiert, sei es Räubern oder sonst was. Dann muss man halt ein bisschen nachhelfen. Aber sonst generell wird im Winter nur in Notsituationen gefüttert. Alles andere ist nur eine weitere Belastung, dass das Futter verarbeiten. Und das sollten sie halt nicht machen, dass möglichst viel über den Winter bis ins Frühjahr kommen. So. Ja, soweit da dazu.